Das Ozeanographische Museum Monaco ist ein 1889 durch Fürst Albert I. gegründetes monegassisches Museum und Institut für Meereskunde. Wer Monaco besucht, kommt an dem wunderbaren Museum nicht vorbei, ohne einen Blick hineinzuwerfen. Das Ozeanographische Museum befindet sich an einem ins Mittelmeer reichenden Felshang und bietet dadurch auch von außen eine atemberaubende Aussicht und Kulisse. Es wurde inmitten einer schönen Parkanlage errichtet, die sich direkt an das Areal des Palais de Monaco, der Residenz des Fürsten von Monaco, anschließt. Im Park, der mit vielen exotischen Pflanzen bestückt ist, befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Museum ein Denkmal für den Stifter, den meereskundlich interessierten Fürst Albert I. Doch schauen wir ins Innere. Hier gibt es zahlreiche Ausstellungsstücke, die die Meeresforschung betreffen und geschichtlich in beeindruckender Weise darstellen. Expeditionen, Forschungen rund um die maritimen Themenbereiche sind präsent und zum Anfassen nah. Auch Sonderausstellungen sind immer wieder zu Gast in dem Meeresmuseum, wie zum Beispiel die Polarexpeditionen und der Schutz der Arktis, eine interaktive Ausstellung, die ebenfalls fasziniert. Übrigens ist das Aquarium im Ozeanographischen Museum eines der ältesten der Welt. Vom Mittelmeer bis zu den Tropen werden hier die Unterwasserwelten dargestellt. Rundum ein wirklich interessantes Programm für die ganze Familie und jede Menge Wissen, welches man hier bei einem Ausflug mitnehmen kann. Im Winter kann man von 10 bis 18 Uhr einen Besuch einplanen, in den Sommermonaten ist das Museum bis 20 Uhr geöffnet.